Danke. Schon dezenter, weil die Message soll ja im Vordergrund. Ja, also herzlich willkommen hier im Garten der Villa Stuck. Wir sind auch übrigens den Verantwortlichen hier dankbar, dass wir endlich einen Raum bekommen haben für eine ganz, ganz besondere Aktion. Und ich darf erklären, wie das Ganze zustande kam, angefangen hat. Und zwar haben wir jemanden gesucht, der uns ein hippes Element für die Motivation zur Europawahl gibt. Kamen wir relativ schnell mit Hilfe auch von Rocky PR und den tollen Kontakten auf die Chiara. Und die Chiara hat gesagt, ich habe ganz, ganz tolle Ideen, wie wir, und das war unsere Idee dahinter, wie wir eine Postkarte gestalten können. Als Handlettering-Künstlerin ist sie dafür natürlich prädestiniert gewesen. Und dann haben wir gedacht, naja gut, wir gehen mal zu Chiara, vielleicht hat sie da einen tollen Vorschlag, hat uns schon was geschickt gehabt. Und daraus hat sich eine wunderbare Kooperation entwickelt. Sie hat nicht nur ganz, ganz tolle Vorschläge gehabt. Wir haben ihre Postkarte. Das ist eins der Motive. Wir haben insgesamt 8 Motive von ihr bekommen und haben die schon über 40.000 Mal überwiegend in Bayern, in München verteilt. Und der Hintergrund ist, oder wie wir diese Postkarten einsetzen. Überall, wo wir sind, kann man diese Postkarte ausfüllen. Da hinten ist auch so eine kleine Letterbox, so ein durchsichtiger Kasten. Kann die an jemanden schreiben, den man an die Wahl erinnern möchte. Das kann seine, gestern war Muttertag, man kann seine Mutter daran erinnern, man kann seine Freunde, Bekannte, Verwandte, aber auch vielleicht die Urlaubsbekanntschaft aus dem letzten Mal in ganz Europa mit dieser Karte motivieren. Und wir haben bei unseren Ständen erlebt, dass das wirklich der Run war, liebe Chiara. Also die Leute haben, sagen wir mal, 3 Karten ausgefüllt und reingeschmissen und sich dann aber nochmal 5 Karten mitgenommen, weil sie sagen, die klebe ich mir in den Kühlschrank, die ist cool, die muss ich zu Hause haben. Und dann damit noch nicht genug hat meine Kollegin Cosima, die hier ist, die hat jetzt nämlich unermüdlich 3 Wochen lang fast nichts anderes gemacht, als erstens eine Location gesucht. Deswegen nochmal Dank an die Villa Stuck. Es war nicht leicht, was zu finden, oder einen Ort, wo man sagt, wie ist er jetzt, 4 Meter hoch und wahrscheinlich so 8 Meter breit etwa, ja, wo man so eine Fläche oder so eine Plane aufhängen kann. Und mit der Villa Stuck haben wir jetzt jemanden gefunden und wie ich gehört habe, erst heute habe ich es gehört, dass sie bis zur Wahl auch hängen bleiben darf. Das war nämlich die zweite Herausforderung. Nicht nur einmal. Also herzlichen Dank dafür. Ich weiß nicht, ist jemand da von der Villa Stuck? Nee, dann geben wir das weiter. Ja, aber großartig, solche Partner braucht man eben. Und auf jeden Fall mit der Chiara ging es dann so weit, dass sie gesagt hat, ich kann auch ein Kunstprojekt, ich kenne viele Leute, ich kenne Sprayer, die mich unterstützen können. Dann haben wir noch jemanden gesucht für Film, da hat sie gesagt, das muss mein Bruder machen, ja, der ist ja auch hier. Also Feuer und Flamme, ich sage, dieses ganze Projekt steht und fällt mit der Chiara und mit der Cosima, die sich hier super eingesetzt haben. Und normalerweise kriege ich von ihr ungefähr 3-4 WhatsApp pro Tag, wenn sie irgendwo unterwegs ist und wir nicht zusammen sind. Am Wochenende habe ich gerade mal eine bekommen und keine einzige mit dem Bild, weil sie gesagt hat, das muss für dich eine Überraschung bleiben. Und ich bin gerade reingekommen und bin wirklich überrascht und sehr, sehr positiv. Das ist großartiges und völlig anderer Zugang zur Europawahl. Wir müssen ja alle gewinnen. Und das ist jetzt mein letzter Aufruf. Europawahl am 26. Mai. Es geht vor allem auch um die junge Generation, die wir eben eher damit ansprechen, als wenn wir irgendwie eine Podiumsdiskussion irgendwo machen. Ja? Europa ist cool, Europa ist unsere Zukunft und gerade die Jungen, die so viel nicht zur Wahl gehen, über 70% sind das letzte Mal nicht zur Wahl gegangen, die müssen wir erreichen. Und ich finde es deswegen super, dass wenn auch Künstler sagen, wir müssen auch was tun, weil wir erreichen diese Leute, die vielleicht vorher gesagt haben, ja, Europa ist nicht so wichtig oder ich verstehe es nicht so, nee, dass ihr auch ein Zeichen setzt. Deswegen herzlichen Dank dafür und wir haben natürlich jetzt das nicht irgendwie heimlich im Atelier fertig gemacht und jetzt passiert nichts mehr, sondern Dosen in die Hand, Stifte in die Hand, jeder was er kann sozusagen. Ich kann nichts mehr, deswegen mache ich hier Schluss. Herzlichen Dank fürs Kommen und jetzt können wir noch ein bisschen schönen, den Künstlern erstmal zuschauen und noch ein bisschen schön uns austauschen hier im Garten der Villa Stuck. Herzlichen Dank. Die Schwierigkeiten beim Sprühen, ja. Das ist die Geschwindigkeit, ob es läuft, der Untergrund ist auch ganz wichtig und auch verschieden, aber irgendwann kriegt man da Routine
und hat man dann auch den gewissen Speed drinnen, dass man das richtig macht, das Ganze. Und hier? Es gibt verschiedene Farben und verschiedene Aufsätze und gerade bei dem war die Problematik, hält es oder nicht, wenn man das dann transportiert. Da hat man eben Angst, aber hat funktioniert, zum Glück. Ja. Weil da dachte man so, wenn man es danach dann später hier in der Villa Stuck aufklappen, das Ganze, dass man dann nochmal anfangen. Hat zum Glück alles geklappt. Und sind wir froh drüber. Also es gab kleine Ausbesserungsarbeiten. Und jetzt hier so das letzte Sprühen, das war schon ein bisschen wackeliger, oder? Das war wackeliger und deswegen haben wir alles vorab schon so weit vorbereitet, dass wir hier wirklich nur für Presse und Medien einfach das nochmal zeigen können, aber das nicht wirklich drauf ankommt, dass wir das jetzt irgendwie das Ganze umsetzen müssen nochmal.